halt du mal den Schnabel, jetzt rede ich. Also, der neue Film heißt... Tja, wenn man baden geht auf Teneriffa. Der Film erzählt die Geschichte von 6 jungen Menschen, die sich ausgezeichnet vertragen. Natürlich liegen sie sich auch manchmal in den Haaren. Heinz Erhardt hat ganz recht. Aber achten wir jetzt mal auf Peter Kraus. Er scheint auf der Jagd zu sein, nach Ursula Oberst. Darf ich Ihnen helfen? Die anderen haben schon ein typisches Familienleben. Er liest Zeitung. Wissen Sie, dass wegen Rücken einölen und Rückenwaschen schon richtige Ehen zustande gekommen sind? Aber auch die Gegenmeinung kommt zu Wort. Die beste männliche Erfindung, die je gemacht wurde, ist der Harem. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Wie soll ich das vor den Eltern verantworten? Das ist Genevieve Cluny. Sie ist da in eine Spiegelaffäre geraten. Alt. Und altmodisch. Aber das gibt sich schon. Und schon hat sich's gegeben, sehen Sie? Guten Abend. Bravo, Fräulein. Sie alle arbeiten gewissenhaft in einem Hotel. Passen Sie doch auf! Meinen Sie mich? Nur im Servieren sind Sie noch ein bisschen langsam. Aber dafür schmeckt es Richard Häusler vorzüglich. Kein Wunder, wenn ein Komiker Kartoffelchef ist, aber vielleicht ist Corny Collins schuld. Na, hör mal, du hast ja schöne Ansichten. Dafür hat Peter Kraus noch schönere. Lass kein Mädchen lange warten, sonst bleibt es dir nicht treu, wenn es denkt auch an sich. Helga Lehner möchte auch nicht mehr warten, Gunnar Möller schon eher. Trifft sich ja prima. Ich wollte nämlich nicht allein dahin fahren. Würden Sie mich mitnehmen? Natürlich. Wir müssen nur einen kleinen Umweg machen. Über Japan? Nee, übers Standesamt. Da kann ja noch nichts passiert sein. Wenn man baden geht auf Teneriffa. Ein Film der Lebensfreude und der Freundschaft. Am liebsten möchte ich euch alle nicht mehr sehen. Das kann ich dir sagen. Ein Film der leisen Töne. Wenn man baden geht auf Teneriffa. Ein Piranfilm mit den Farben der weiten Welt. Ein Lustspiel, in dem es Schlag auf Schlag geht. Wenn man baden geht auf Teneriffa. Der Film voll Spannung, Humor und Musik. Der Film der großen Besetzung. Ein schönes Wochenende in einer Märchenbar, ein blauer Meer.